Ex-US-Präsident Bill Clinton legt an der Seite von Maike Kohlrichter die Hand auf den Sarg. Bundespräsident Steinmeier verneigt sich. Silvio Berlusconi faltet die Hände. Die Kanzlerin verharrt mit gesenktem Kopf. Politische Weggefährten und Freunde Helmut Kohls nehmen Abschied im Straßburger Parlamentsgebäude. Der Sarg gehüllt in die blaue Europafahne. Der europäische Staatsakt sei ein europäischer, aber auch ein deutscher, so der Kommissionspräsident. Kohls Verdienste reichten weit über das Nationale hinaus. Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Matrix-Gigant. Helmut war ein deutscher und ein europäischer Patriot. Angela Merkel würdigt Kohls Verdienste um die deutsche Einheit und zum Schluss bedankt sie sich noch einmal sehr persönlich beim Altkanzler. Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben. Der französische Präsident fordert an Helmut Kohls Sarg die Europäer zur Zuversicht auf. Helmut Kohl und François Mitterrand. Wir haben heute überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Wir haben viel mehr Grund zu realistischem Optimismus. Bill Clinton, ein guter Freund Kohls, legt nach wenigen Momenten die vorbereitete Rede zur Seite und spricht weite Passagen frei. I love this guy. Ich liebe diesen Kerl. Sein Appetit ging über das Essen hinaus. Er wollte eine Welt, wo niemand niemanden dominiert. Du hast in deinem Leben einen guten Job gemacht. Wir, die wir dich kannten, lieben dich dafür. Love you for it. Thank you. Die Europahymne Ode an die Freude beendet die Trauerfeier in Straßburg. Dann tritt der Sarg die Reise zur Totenmesse nach Speyer an.